Jedem mutigen Strich auf der Leinwand folgt ein mutiger Schritt im Leben. Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Heute spreche ich mit der gebürtigen Wienerin, Expertin und Künstlerin für Kunst und Kreativität in Unternehmen, Brigitte W. Karasek. Ich bin Achim Krämer und begrüße dich, liebe Brigitte, ganz herzlich in meiner virtuellen Studio-Lounge. Danke, lieber Achim. Ich freue mich sehr, das erste Mal bei dir zu Gast sein zu dürfen. Brigitte, ich bin richtig happy, dass wir heute zu deinen Themenfeldern speziell etwas plaudern können. Und obwohl wir uns schon recht lange kennen, war es für mich in der Vorbereitung meiner Fragen recht spannend, dich, sage ich jetzt mal, wieder neu zu entdecken und was du in deinem Tun und Sein als Künstlerin und Unternehmerin alles machst. Bevor wir ins Thema Kunst und Kreativität in Unternehmen einsteigen, wie bist du zu deinem heutigen Erfolg als Künstlerin gekommen? Oh, das ist ein langer, langer Weg gewesen. Der hat begonnen Anfang der 80er Jahre, wenn man so sagen möchte, mit einer Ausbildung als Landschaftsmalerin, 4 Semester Abendschule. Ich wollte eigentlich in die Mode einsteigen, aber für Mode gab es keine Abendschule. So bin ich zur Malerei gekommen und die Landschaftsmalerei hat mein damals extrem starkes Fernweh am meisten befriedigt, könnte man sagen. Von Elternseite musste ich aber was ganz was anderes lernen, Industriekauffrau. Und was ich gemerkt habe, da kommt man nicht weiter. Da ist diese Glass-Ceiling also sehr, 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 sehr tief gehängt. Dann habe ich gefragt, ja, wie könnte ich mich weiterbilden? Und mir wurde gesagt, entweder in den Verkauf, ins Marketing zu gehen oder ins Wirtschaftswesen, also als Bilanzbuchhalter. Gott, um Gottes Willen, mit Menschen gar nie etwas zu tun haben wollen, bin Bilanzbuchhalter geworden, später Betriebswirt. Und dieses, es erscheint ja irgendwie ein riesengroßer Umweg, den man da gegangen ist. In den Jahren, in denen ich als Betriebswirtin gearbeitet habe, Niederlassungsleiter war, habe ich auch eine Moderatorenausbildung bekommen. Und das kommt jetzt eigentlich alles so zusammen, dass man sagt, die Landschaftsmalerei, die ich dann Ende der 80er, Anfang der 90er zugunsten der Abstrakten habe, in Kombination mit dem selbst in Führungspositionen in Unternehmen tätig zu sein, hat eigentlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne die Kunst und die Kreativität in Unternehmen bringen, weil sie dort so dringend nötig ist. Zu Beginn habe ich den Podcast mit einem Zitat von dir eingeleitet, das ich gerne nochmal wiederhole. Jedem mutigen Strich auf der Leinwand folgt ein mutiger Schritt im Leben. Du begleitest Menschen, Führungskräfte und Chefs einmal ihr Smartphone und Tablet ein paar Stunden wegzulegen und dafür den Pinsel in die Hand zu nehmen. Was löst es denn bei den Menschen aus, vor einer leeren Leinwand zu stehen und auf Knopfdruck künstlerisch kreativ zu werden? Es ist eine enorme und interessante Überwindung der Komfortzone. Man verlässt natürlich, also die Führungskräfte oder Mitarbeiter, die verlassen halt ihr Terrain, das sie schon sehr gut aus dem FF kennen, um etwas Neues zu entdecken, um sich selbst neu zu entdecken, aber auch natürlich den Kollegen, die Kollegin in einer ganz neuen Situation wahrzunehmen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich mache sie dann nicht ganz so schwer. Also so richtig auf Knopfdruck, so extrem unvorbereitet müssen sie nicht rangehen, weil das wäre selbst für einen professionellen Künstler ein extremer Sprung ins kalte Wasser. Ich stelle bei diesen Workshops immer so Kreativteppiche im Vorfeld. Kannst du noch ein Beispiel nennen? Also Kreativteppich klingt erstmal recht spannend. Was bedeutet das für dich? Das freut mich, wenn es spannend klingt. Ist auch eine Wortschöpfung von mir, weil ich mir gedacht, also die Kreativteppiche, das sind von mir entwickelte Bilder im Vorfeld zu den Themen, zu denen nachher die Teilnehmer malen sollen. Das heißt also, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Visionspainting habe oder zum Thema Unternehmensleitwerte, dann erfahre ich meistens im Vorfeld, um welche Leitwerte handelt es sich da, wie ist die Unternehmensvision, und dann versuche ich mit diesen relativ abstrakten Begriffen umzugehen und zu schauen, wie kann ich das in ein, naja, auch wiederum abstraktes Bild bringen, weil ich muss ja davon ausgehen, dass meine Teilnehmer nicht malen können in dem Sinne. Also müssen wir irgendwo mit Symbolen, mit Farbthemen arbeiten, und das zeige ich im Vorfeld.
Und ich halte diese Kreativteppiche auch bewusst schlicht, damit da jeder auch ein Stück weit lacht, weil gerade zur Kreativität ist Lachen und Humor zu haben ein total wichtiger Aspekt. Wenn dann lachen und sehen das da und sagen, ja, das kann ich auch. Das ist dann die beste Voraussetzung, wenn sie im Team an dieses Thema gehen, dass sie einfach mit einem guten Gefühl drangehen und auch etwas Positives entwickeln gemeinsam. Ja. Also das durfte ich ja auch selber mal erfahren. Das gelingt dir wirklich sehr, sehr gut, weil oftmals so dann ja die Ängste dann hochkommen können, um Gottes Willen. Ich bin zwar irgendwo, ich habe gemeint, ich bin kreativ, aber jetzt muss ich vor der Leinwand stehen und habe noch nie ein Bild gemalt und muss vielleicht noch gegenständlich malen. Und da braucht es natürlich schon eine entsprechende Begleitung und das meinst du wahrscheinlich jetzt auch mit dem Teppich, einfach die Vorbereitung, die Ängste zu nehmen oder einfach das Ganze auch spielerisch anzugehen. Ja, genau, der Kreativteppich, also da drauf können, eben auf diesem Teppich können dann diese Blüten der Kreativität, der eigenen Kreativität wachsen. Ein anderes beliebtes Element, was ich nehme, ist, dass ich alte Meister vorstelle. Rembrandt, der Mann mit dem goldenen Helm. Eins meiner Lieblingsbeispiele, musste nämlich selber, als ich mal für einen Steuerberater ein paar Jahre gearbeitet habe und da so einem Schinken sitzen und arbeiten. Und das war, also das habe ich schon irgendwie also als eine psychische Nötigung empfunden. Und ich zeige, also Rembrandt ist ja wirklich ein anerkannter Meister mit einer hervorragenden handwerklichen, malerischen Qualität. Aber würde so ein Bild jemals irgendwie motivierend wirken? Ja, Ja. klar. Und Schönes Beispiel. wenn man dann dazu irgendwelche gegenstandsfreien, modernen Maler zeigt, die Farben aneinandergeben, die einfach schön wirken, wo man sagt, na ja, gut, vielleicht könnte es meine Tochter auch, aber es spricht mich positiv an, dann habe ich schon für mich selber so dieses Gefühl, aha, ich muss ja jetzt überhaupt keinen Dürer oder sowas hinbekommen. Es geht ja wirklich nur an die Freude daran. Brigitte, du begleitest ja teilweise auch richtig große Events von über 300 Mitarbeitern oder vielleicht sogar noch mehr. Kannst du ein wenig aus deiner Praxis erzählen? Zu welchen Anlässen wirst du denn so beauftragt? Ja, die großen Events, die haben sich aus zwei Gründen ergeben. Das eine ist natürlich auch in meinem Beruf muss ich schauen, was wünscht der Kunde, wo kann ich den meisten Nutzen bringen? Und da habe ich festgestellt, dass sagen wir mal mit 10, 15, 20 Personen, da trauen sich viele Künstler heran, damit zu arbeiten. Aber so dieser ganz große Bereich, das ist natürlich eine enorme logistische Herausforderung im Vorfeld. Da habe ich mehr Excel-Dateien hier als in zu meiner Bilanzbuchhalterzeit, aber ich mag es gerne, ja, weil man muss wirklich genau überlegen, wie viel Material wird wovon gebraucht. Es müssen ja auch hunderte von Quadratmetern dieser Seminarräume vom Boden her geschützt werden und so weiter. Aber ich habe auch gemerkt, dass diese großen Veranstaltungen, ich bekomme immer mehr Anfragen für diesen Bereich. Die Unternehmen werden immer globaler. Es gibt dadurch natürlich immer größere Meetings, wo man sich einmal im Jahr trifft. Mitarbeiter, Führungskräfte aus sämtlichen Firmen sitzen weltweit aus Asien, aus Amerika, aus Australien, natürlich verschiedene europäische Staaten. Die treffen sich dann einmal im Jahr und da kommen halt schnell 150 bis 350 Personen zusammen. Und dazu kommt, dass wir meistens ein relativ kurzes Zeitfenster haben. Also muss man sich sehr genau überlegen, was mache ich mit den Leuten, damit es intensiv ist, damit sie ein Erfolgserlebnis haben, damit sie einsteigen können in das Thema. Aber gleichzeitig muss alles wirklich ganz minutiös vorbereitet sein. Was sind hier deine Beobachtungen, wenn du Unternehmen kunstvoll begleitest? Wie wirkt sich das im geschäftlichen Alltag aus? Das sind meine Beobachtungen sehr, sehr unterschiedlicher Natur. Es ist natürlich auch so, dass dieses kunstvolle Begleiten, also diese Workshops, die ich mache, ich male ja auch teilweise für Unternehmen selber, nicht nur, dass man Workshops macht. Das ist natürlich jetzt nur ein Modul, ein Werkzeug, um etwas zu transportieren. Ne? Es geht ja bei der Kommunikation darum, dass wenn ich als Vorstand, als die oberste Führungsetage, eine Neuausrichtung des Unternehmens, eben beim Change Management, in Betracht ziehe, dann möchte ich das ja, wie soll man sagen, weitergeben an meine anderen Führungsebenen, eben bis zum Mitarbeiter runter, damit es gelebt und verstanden wird. Und da gibt es eben die Möglichkeit, das Ganze auch mit einem Workshop zu verbinden. Dieser Workshop hat halt verschiedene Vorteile, so ein kreativer Workshop. Besonders wichtig, also ich merke, dass es sich in den Unternehmen
als sehr vorteilhaft erweist, wo die Vorstände einfach auch selber mitmachen und sich als Mensch zeigen. Das ist eine unglaubliche Möglichkeit, sich auch menschlich darzustellen. Ich habe das bei einem Workshop 2013 erlebt. Das war der erste Teams Capturing Workshop, wo ausgerechnet beim Vorstandsvorsitzenden in seiner Gruppe ein ganz ein Fehler passiert ist, den ich vorher genau erklärt habe, den nicht zu machen. Und dann komme ich hin und sehe das und sage ihm das kurz, nehme ihn so zur Seite, damit ich es ihm persönlich sagen kann. Und er kriegt einen richtigen Lachkrampf, erzählt es seinem Team, was sie da jetzt gemacht haben. Und sagt, so, jetzt müssen wir die Kuh vom Eis kriegen. Ja, ja, ja. Eine wunderbare Möglichkeit, wie soll man sagen, sich eben nicht so abgehoben darzustellen, sondern sich menschlich zu zeigen. Und dann hat der Mitarbeiter dann hat ja oft das Gefühl, ich habe es da mit einem Menschen zu tun. Ja, ja. Auf der anderen Seite, es kann natürlich auch, wie soll man sagen, so ein Schuss auch ein Stück weit nach hinten losgehen, muss man sagen, wenn ich als Führungskraft eben nicht diese persönliche Reife habe, sieht der Mitarbeiter auch, wie ich in einer solchen Situation reagiere. Ja, ja. Also so wie ich das auch mitbekommen habe, es gibt ja auch nochmal so eine optische Komponente. Das heißt, wenn du deine Events hast, dann hat ja jeder so eine Art Overall an, der ja gleich ist, ne? Also das ist jetzt, da gibt's erstmal überhaupt keine Unterschiede. Und ob das jetzt der Produktionsmitarbeiter neben dem Vorstand ist, die sich da gerade überlegen, gemeinsam im Team irgendwie ein Bild zu zaubern, da gibt's dann halt auch wieder das berühmte Augenhöhe-Thema, ne? Also da kommen sich die Leute auch auf dieser Ebene nochmal näher. Das ist richtig, weil wir haben eine komplett andere Herausforderung als im Tagesgeschehen. Also werden auch ganz andere Fähigkeiten gebraucht. Und da ist es oft so, dass Mitarbeiter, denen man das niemals zutrauen würde, die tollsten Ideen da in das Team bringen und natürlich aber auch damit sich einem Vorgesetzten von einer Seite zeigen können, wo er sie noch gar nie gesehen hat und dadurch vielleicht eine Veränderung auf der Position stattfindet, wo man sagt, so, sie haben da Fähigkeiten, die könnten wir für unser Unternehmen ja auch im Tagesgeschäft brauchen. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, den Bereich da und dorthin zu wechseln? Weil das wissen wir, das ist ja auch dein Thema, dass der richtige Mensch am richtigen Platz sein soll. Und ja, wie Albert Einstein so schön sagte, wenn man einen Fisch danach beurteilt, wie gut er auf Bäume klettern kann, dann wird er sich immer sehr dumm fühlen. Ne? Das ist ein sehr guter Hinweis, ein gutes Beispiel nochmal. www.brigitte-karasek.de. Hier gibt es umfangreiche Infos und vor allem viele visuelle Einblicke in die umfangreiche Arbeit von Brigitte W. Karasek. Apropos Karasek. Die Frage, ob du mit dem gleichnamigen Professor und Literaturkritiker Helmut Karasek verwandt bist, wird dir bestimmt oft gestellt, nicht wahr? Ja, die wird mir so häufig gestellt. Magst du das Geheimnis hier lüften? Es gibt da eigentlich kein Geheimnis drum, okay. Aber ich habe vor vielen Jahren habe ich die Antwort entwickelt zu sagen, ich arbeite dran, dass er in Zukunft gefragt wird, ob er mit mir verwandt ist. Ja, wunderbar. Zurück zu deiner Arbeit und wie du Menschen und Mitarbeiter in Unternehmen glücklich machst. Dein Leistungsangebot ist schon recht differenziert. Da steht Team Sculpturing, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, Team Painting, Visionspainting, Event Painting, Easy Painting, Action Painting. Das sind jetzt nicht nur Begriffe. Kannst du einmal sagen, was deine Painting-Programme beinhalten? Ja, gerne. Also das Team Sculpturing, also ich sehe schon, vielleicht müsste ich doch mal einen anderen Begriff dafür finden. Ja, gut, das ist eben mein Denglisch. Also angefangen hat's mit dem Visionspainting. Das ist daraus entstanden. Ich mache seit mittlerweile fast 20 Jahren private Workshops. Und da war mal eine Teilnehmerin bei mir, die war so begeistert und ihr Gatte Unternehmensberater, der mich dann angerufen hat und sagt, meine Frau hat so ein super Bild gemalt, hätte ich ihr nie zugetraut. Sie ist so begeistert von ihrer empathischen Art. Könnten Sie das auch für meine Manager machen? Die bräuchten das dringend. Da habe ich erst einmal so richtig tief geschnauft, weil ich gesagt habe, welchen Ansatz sollen wir denn da finden? Weil die Menschen, die zu mir kommen, um in einem Malkurs was zu lernen, die kommen ja da, nennen wir es mal freiwillig, aus ihrem einzelnen persönlichen Ansatz heraus. Wenn ich jetzt einer Gruppe von egal ob das jetzt Geschäftsführer, Vorstände oder so weiter sind, das aufoktroyiere oder empfehle, dass sie jetzt mit mir gemeinsam malen sollen, dann habe ich das als sehr, sehr schwierig angesehen. Okay.
Okay. Und wir haben dann halt eben überlegt, na gut, welchen Nutzen haben denn diese Personen davon, wenn sie malen und was könnten sie denn malen? Und da war dann der nächste Schritt zu sagen, es geht da immer um Ausrichtung, es geht um Visionen, es geht um Leitbilder und die, dass wir die nicht einfach nur schreiben und mit der linken Gehirnhälfte, mit der Ratio wahrnehmen, sondern dass wir die also richtig handwerklich umsetzen, begreifen sozusagen, aber auch den Betrachter auf einer anderen, auf einer Seelenebene, auf einer emotionalen Ebene kundtun können damit. So ist das Visionspainting entstanden. Und ja, wie es halt so ist, wenn man mit einem Workshop anfängt, dann kommen halt Anfragen und dann wollen die Leute was ganz was anderes machen. Und so ist zum Beispiel das Eventpainting entstanden, wo Mitarbeiter einfach die Kunstausstattung ihres Unternehmens gemeinsam malen und jetzt frei sind in dem, was sie tun, aber sie sind zum Beispiel auf ihre Firmenfarben begrenzt. Aber jedes Team kann im Endeffekt das malen, was sie in ihrem Gang haben wollen. Ne? Das Teampainting ist ein Workshop, wo es besonders um das Thema des Teams geht, wo sie gemeinsame Themen im Team umsetzen. Und dann das Easy Painting war so der erste Beginn dahingehend, das war eine Anfrage, ich weiß noch, von einem großen Münchner Unternehmen. Wir haben 150 Personen, wir haben 30 Minuten Zeit, können Sie mit denen was machen? Ich Okay, habe eine Herausforderung in 30 Minuten, ja. ich hab so ähnlich herzlich wie du Ja. gelacht, ich habe gesagt, wollen Sie mich Ja. verarschen? Ja. Ja, 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 Das ja. geht einfach nicht, aber diese Anfragen haben sich dann ein bisschen gehäuft und dann haben wir gedacht, Mensch, das ist ja echt blöd, da kommen so große Unternehmen auf dich zu und du musst sagen, nee, geht nicht. Was könnten wir machen, dass wir dann trotzdem mit so einer großen Gruppe noch arbeiten und da ist das Easy Painting eben ein großes Bild, das aus 100, 150 Einzelteilen besteht, wo ich im Vorfeld über diese gesamten Einzelteile einen großen Bildentwurf gestalte, nur mit schwarzen Linien. Dann wird es auseinandergenommen und jeder hat vor sich ein Bildteil, wo vielleicht ein, zwei Linien drauf sind. Man hat keine Ahnung, was es im Zusammenhang ergeben soll, bekommt die Farben, kann dieses Teil in Farbe bringen. Und danach wird es von meinem Team zusammengesetzt, feierlich enthüllt und man sieht das Gesamtergebnis, an dem man ein Teil war. Ja, und mein absoluter Liebling, das ist das Team Sculpturing, das ich viele, viele, viele Jahre in der Schublade hatte, weil 80% meiner Teilnehmer sind männlich. Und sie schlagen sich beim Malen wirklich gut, muss man echt sagen. Aber Danke, dass du eine Lanze für uns Männer brichst. ja, weil manchmal schauen sie mich dann schon groß an und lachen und sagen, und wir sollen jetzt da wirklich malen und so. Wenn ich ihnen aber zeige, wie man jenseits vom Pinsel mit anderen Werkzeugen, die ich dafür entwickelt habe, super easy, sehr schöne Ergebnisse, dann kommt doch schon die Freude auf. Aber ich selber bin auch jemand, der sehr, sehr gern die Dreidimensionalität mag. Und das Team Sculpturing ist eben ein auf diesen Bereich zugeschnittener Workshop, in dem Kunststoffplatten, biegsame Kunststoffplatten, die es in sehr, sehr vielen Farben gibt, werden mittels Holzbohrern im Akkuschrauber durchbohrt, werden Ja, das mit ist ja durch das Stichwort für Männer, ist doch Das klar. Stichwort für Männer. Ja, wenn ich da bei der Show zeige, wie sie das, also bei der Vorführung zeige, wie sie mit dem Akkuschrauber umgehen können, habe ich immer die Klatsche auf meiner Seite. Brigitte, du weißt ja, wir Männer sind oft große, kleine Jungs, die einfach nur spielen wollen. Ja, na gut, das Spielen kommt beim Malen auch. Das kommt, aber natürlich kommt es beim Team Sculpturing noch mehr zustande. Vor allen Dingen, man kann so Sachen wie Statik. Die weiblichen Teilnehmer, merke ich in den Gruppen, die gehen sehr oft so in diesen gestalterischen Bereich. Die sagen, na, also hier braucht man aber eher ein rotes Element und hier braucht man ein oranges und dann machen wir dies. Und die Männer sorgen dann dafür, dass das rote und das orange Element auch sicher hält daran. Wunderbar. Insofern kannst du das ja wunderbar miteinander verbinden. Ja, du hast ja schon eine besondere Kombination als Betriebswirtin und deinem Talent als Künstlerin. Ja, das hilft doch Ja. bestimmt, die Anforderungen und Bedürfnisse deiner Firmenkunden einfach besser zu verstehen. Ich habe sogar das Gefühl, ohne dem würde ich sie nicht verstehen. Ja, also das eine ist natürlich so, dass einem Shareholder Value kein Fremdbegriff ist, sollte natürlich nicht der einzige Wert in einem Unternehmen sein. Ja.
Auf der anderen Seite ist es auch so, mein Atelier hier, der Kunstgarten im Botanikum, der ist umgeben von circa 40 anderen Ateliers. Und mir hat vor einigen Jahren ein Künstlerkollege aus dem Nachbaratelier gesagt, als er mich kurz besucht hatte in der Vorbereitung eines Workshops, Brigitte, du brauchst überhaupt keine Angst zu haben, dass wir dir deine Ideen klauen, dass wir Firmenworkshops in dieser Größenordnung machen wollen. Keiner von uns Künstlern würde sich diese Arbeit im Vorfeld freiwillig antun wollen. Und naja, man muss es wirklich sagen, es ist so, es sind 4 bis 5 Tage, die man für jeden Workshop mindestens braucht. Es gibt Workshop-Arten, das sind 10 Arbeitstage. Und ein sehr, sehr intensiver Austausch mit dem Unternehmen, um einfach so zu erfahren, zu ergründen, was wollen die denn wirklich? Am blödesten sind für mich immer die Anfragen, die über Eventagenturen kommen, wo ich also nicht einmal eine richtige Information bekomme, worum es da geht, wer der Kunde ist. Ich soll ein Angebot abgeben und ich kann mit dem Hauptverantwortlichen gar nicht persönlich sprechen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, in diesen Gesprächen kommen wir oft auf ganz andere Ideen als das, weswegen der mich ursprünglich angerufen hat. Weil was anderes viel passender ist und wirklich die Lösung genau für das Thema ist, was möchte der Kunde da eigentlich? Ja, also das muss ich jetzt einfach auch loswerden, das muss ich einfach sagen, ich kenne auch dich nicht nur persönlich privat, sondern auch wie du arbeitest und das ist schon was Besonderes, also oftmals wird halt ein Künstler unterstellt, okay, du hast die kreative Komponente abgedeckt und so, aber bei dir ist schon das auch richtig professionell gelebt, auch deine ganzen Vorbereitungen, auch was, sage ich mal, auch so große Events anbelangt und so weiter, also angefangen von der Anfrage, Angebotsabgabe und so, da merkt man halt schon, du hast wirklich auch einen praktischen Bezug und eine Idee zu unternehmerischen Prozessen. Ja, du hast eben gesagt, Shareholder Value sollte nicht der einzigste Wert im Unternehmen sein. Das gibt mir eigentlich eine fantastische Überleitung zur nächsten Frage. Wie siehst du die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen der Firmen in Bezug auf Unternehmens- und Wertekultur, auch die Anforderungen an die Arbeitgeberattraktivität, die zunehmend eine große Rolle spielt, Stichwort Employer Branding. Ist eine Wertekultur in Unternehmen eher Pflicht oder Kür? Also eine Wertekultur ist im ganzen Leben, in uns, in der Gesellschaft, in Unternehmen, für mich persönlich eine absolute Pflicht, die aber in den letzten Jahrzehnten sträflichst vernachlässigt wurde. Ich sehe da persönlich ein sehr großes Auseinanderdriften von teilweise großen Konzernen, die wirklich menschenverachtend unterwegs sind, Wasserrechte zum Beispiel aufkaufen, und dann wiederum kleine mittelständische Unternehmen, wo die vielleicht in der zweiten, dritten Generation sind, die sich sehr, sehr viele Gedanken drüber machen, auch ihre Verantwortung den Mitarbeitern, den Kunden gegenüber, wie sie durch die sicherlich schwierigen, auf uns zukommenden Zeiten durchkommen können und dieser Verantwortung gerecht werden. Ja, also man spricht ja heute schon auch, das Gold von morgen ist das Talent von heute. Und man sollte sich schon eher dem zuwenden. Und du kennst ja meinen Spruch, Wertschöpfungsketten ohne Wertschätzungen haben keinen Wert. Ich glaube, es muss wirklich mit einer Erkenntnis aufgeladen werden, dass man bereit ist. Also ich kann mir gut aus vorstellen, dass sich auch ohnehin nur Unternehmen bei dir melden, die so eine Aktion nicht irgendwie so als, wie soll ich sagen, so ein bisschen so als Alibi-Incentive anbieten wollen, sondern wirklich echt anbieten wollen. Das wäre schön. Also ich habe schon auch schon die Alibi-Incentive. Das merkt man oftmals leider zu spät. Manchmal merke ich es auch im Vorfeld. Ich habe persönlich so auch so einen Ehrenkodex, dass es also Firmen aus bestimmten Bereichen, Waffengeschäfte oder so, ich habe mich da mal vor Monaten gefragt, wenn du jetzt von so einem Unternehmen, ich will jetzt keinen Namen nennen, eine Anfrage bekommst, würdest du die annehmen? Und dann habe ich mir gesagt, nein. Also ich würde mich einfach nicht wohlfühlen. Das möchte ich nicht. Das ist jetzt schon mal so ein Bereich. Ja, es gibt also nicht nur im Waffenbereich solche Unternehmen, es gibt sie auch im Lebensmittelbereich, in anderen Bereichen. Und für eines dieser Unternehmen habe ich schon gearbeitet. Da habe ich dann also in der Recherche der Auftragsabwicklung erstmal gemerkt, mit wem ich es da zu tun habe.
Und habe mir gedacht, okay, gut, wir sind jetzt schon so weit fortgeschritten. Die Mitarbeiter, die jetzt da beteiligt sind, die können persönlich nichts dafür, aber einen weiteren Auftrag möchte ich da nicht annehmen. Ja, Brigitte, da bist du bist schon Unternehmerin, um, sag ich mal, keinen Auftrag anbrennen zu lassen, aber auf der anderen Seite bist du auch so verwoben und vernetzt und verinnerlicht mit deinem Beruf, was ja auch was mit Berufung zu tun hat und auch einen, sag ich mal, einen systemischen und ganzheitlichen Ansatz hat, dass du einfach dann auch deine eigenen Wertekodex hast. Das ist richtig, ja. www.brigitte-karasek.de oder einfach nach Kunst Karasek googeln. Brigitte ist da auf jeden Fall findbar. Liebe Brigitte, wir sind jetzt schon durch. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg beim Glücklichmachen der Menschen. Und ja, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für das tolle Gespräch. Ich hoffe, wir konnten da weiter nochmal die ein oder anderen Themen vertiefen und nochmal einen Podcast machen. Lieber Achim, ich danke dir meinerseits, dass du mir den Einstieg in meinen allerersten Podcast meines Lebens so angenehm und so leicht gemacht hast und jederzeit gerne eine Weiterführung. Und allen, die zuhören, sage ich vielen Dank für ihre Zeit.